Einen wunderschönen guten Abend an all unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres heutigen Webinarangebots Klimakiller Verkehr, wie wir die Mobilitätswende sauber gestalten können, mit einem hochkarätigen Gast, dem Bundestagsfraktionsvorsitzenden der Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Ich freue mich über die große Zahl der Angemeldeten hier in der Runde. Wir haben 183 Anmeldungen vorher noch gezählt. 112 Leute sind auch schon momentan da hier in der Runde. Wenn wir uns vorstellen würden, wir wären in einer physischen Veranstaltung, wäre es also ein ganz schön gut gefüllter großer Saal. 114 schon, es geht immer noch aufwärts, es kommen noch einzelne Leute rein. Freut mich sehr, dass wir so viele sind, dass unsere Veranstaltung heute am frühen Abend auf so großes Interesse stößt. Ganz kurz vorab noch ein paar organisatorische Sachen und technische Sachen zum Ablauf. Wie Sie es ja gesehen haben und kennen, sind wir hier in einem Webinar-Tool. Das heißt, wir sind nicht in einem offenen Gesprächskreis oder so. Das ist klar, bei 118 Teilnehmenden inzwischen sitzt man nicht im Stuhlkreis, sondern es ist natürlich eine eher ja, frontale Veranstaltung wie in einem großen Saal sozusagen. Sie haben aber trotzdem die Möglichkeit zu interagieren und mit Toni Hofreiter und mir zu diskutieren, denn Sie finden in der Toolbox am rechten Rand die Möglichkeit, Fragen einzuwerfen, sozusagen hineinzuschreiben, egal ob es technische sind oder inhaltliche, oder auch Statements. Wir werden das lesen. Wir werden nach Möglichkeit darauf eingehen, je nachdem, wie diskussions- und fragefreudig Sie sind, können wir möglicherweise nicht alles behandeln in der Stunde, die jetzt vor uns liegt, aber wir bemühen uns, möglichst viel davon zu bearbeiten, beziehungsweise zu beantworten. Vom Ablauf her ist es so, wir haben im Hintergrund und später dann auch sichtbar noch mal zwei Leute von meinem fleißigen Team, nämlich zum einen Ann-Marie Hollinger und zum anderen Dr. Anay Schuster-Brandis. Die beiden steuern momentan technisch die Software hier im Hintergrund, beobachten aber auch, was sie an Fragen hineinschreiben, können das ein oder andere vielleicht schon gleich beantworten oder auch ich schaue zwischendrin in den Chat. Und werden aber danach, nachdem Toni Hofreiter seinen Vortrag uns gehalten hat, werden wir Fragen ausgewählte Fragen, wenn es sehr viele sind, aus ihrer Runde aufgreifen. An Marie und Anais werden die Fragen dann stellen und vorlesen und Toni Hofreiter oder sollte es was Landespolitisches sein und ich es beantworten können, gegebenenfalls auch ich, werden es entsprechend beantworten. Wir haben eine Stunde vor uns, circa um halb sind wir mit dem Vortrag, denke ich, ungefähr durch und danach geht es dann in den Austausch, soweit es in diesem Format möglich ist. Ansonsten sind alle auf stumm geschaltet, wie gesagt, das ist aber automatisch bei diesem Tool, müssen Sie nichts weiter beachten. Und ja, das war es eigentlich an Vorrede. Nochmal zum Thema des heutigen Abends, Klimakiller Verkehr. Sie haben die Einladung ja gesehen und bestimmt in Erinnerung. Die Leitfragen des heutigen Abends sind, wie können wir unsere Mobilität so umgestalten, dass sie klimafreundlich wird? Welche Anreize können wir für eine schnelle Verkehrswende schaffen? Welche Rolle spielen Autobahn und Bus in der Zukunft? Wie vereinbaren wir Klimaschutz und Verkehrswende mit wirtschaftlichem Erfolg? Und auch, was bedeutet das für Arbeitsplätze, für Teilhabe und für Lebensqualität? Das ist so der ganz, ganz, ganz sozusagen, den wir für heute Abend gesteckt haben. Und ich bin wahnsinnig gespannt jetzt auf den Vortrag von Toni Hofreiter, mein ehemaliger Chef. Toni, ich freue mich sehr, dass du heute zu mir in unsere Veranstaltungsreihe kommst und uns berichten wirst. Wir sind ja natürlich in einem sehr spannenden Wahljahr und blicken natürlich gerade auch mit der Verkehrspolitik sehr zuversichtlich auf eine mögliche Regierungsbeteiligung im Bund und hoffen, dass dann dieses wichtige Thema, das ja auch ein Markenkernthema der Grünen ist, endlich einmal vernünftig und mit grüner Handschrift geprägt werden kann, nachdem die letzten Bundesverkehrsminister sich mehr mit wenig Ruhm bekleckert haben. Toni, du warst 8 Jahre im Verkehrsausschuss, die Hälfte davon auch Verkehrsausschussvorsitzender. Ich durfte dir damals in Teilzeit zuarbeiten, habe ich viel gelernt, profitiere jetzt als verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag immer noch davon. Und profitiere ganz bestimmt auch jetzt von deinem Input, genauso wie unsere inzwischen 127 Zuhörenden. Toni, du hast das Wort. Wir sind alle sehr gespannt, wie du den Klimakiller Verkehr umweltfreundlich gestalten willst.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, lieber Markus, es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast und nicht zu viel der Vorschusslorbeeren. Und ihr habt euch ein sehr, sehr spannendes Thema ausgesucht, nämlich der Verkehrssektor ist einer der Bereiche, wo der CO2-Ausstoß die letzten Jahre, man rechnet ja immer vom Referenzjahr 1990, de facto nicht zurückgegangen ist, während in anderen Sektoren, wie zum Beispiel im Energiesektor oder in der Industrie, wir im Vergleich dazu, auch wenn es immer noch nicht ausreicht, gute Fortschritte erzielt haben. Ihr habt euch als Thema für heute Abend ausgesucht, die Verknüpfung Klima und Verkehr. Aber wir wollen auch noch als eine ganze Reihe weiterer Gründe eine andere Mobilitäts-, eine andere Verkehrspolitik machen. Das hat Inklusionsgründe, das hat soziale Gründe. Das liegt allein daran, dass, wenn man es richtig gestaltet, kann jeder Bus und Bahn nutzen. Aber um ein Auto nutzen zu können, muss man sich mindestens ein Auto leisten können und oder einen Führerschein haben, wenn man selber fährt. Es gibt, wie gesagt, Inklusionsgründe, es gibt soziale Gründe, es gibt auch Gründe der Artenvielfalt. Der Zerschneidungseffekt ist nicht zu unterschätzen beim Artensterben. Das bedeutet, dass eine neu gebaute Straße einen vorhandenen Lebensraum zerschneidet. Das ist eine der nicht zu unterschätzenden Ursachen fürs Artensterben. Aber heute soll es im Kern um das Thema Klimaschutz gehen. Und dazu muss man sich erstmal die Fakten vergegenwärtigen. Und da sehen wir die Problematik, dass unsere Mobilität bisher extrem abhängig davon ist, vom Verbrennen fossiler Rohstoffe. Es handelt sich dabei um Erdölderivate. Wir stellen fest, dass circa 70% des Erdöls, das wir Tag für Tag nach Europa importieren, für unsere Mobilität verbrannt wird und unsere Mobilität noch immer zu rund 90% am Verbrennen von Erdölderivaten liegt, hängt am Verbrennen von Benzin, Diesel oder Kerosin. Und davon müssen wir im Kern runter. Was sind bis jetzt die Hauptausnahmen? Die Hauptausnahmen am Verbrennen von Erdölprodukten ist im Kern nur leitungsgebundene Schienenfahrzeuge, das heißt die U-Bahn, die Trambahn, der Zug, so er denn elektrifiziert ist. Alles andere fährt zunehmend sozusagen auch auf der Straße sozusagen elektrisch, aber immer noch einen ganz großen Anteil. Natürlich gibt es die Ausnahme zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren. Das sind aber ein Teil des motorisierten Verkehrs, wenn auch beim Pedelec sich da gerade ein bisschen was ändert. Wie wollen wir unsere Mobilität klimafreundlicher gestalten? Das beruht auf zwei Säulen. Auf der einen Säule der klassischen Verkehrswende, auf der zweiten Säule der Antriebswende. Worum geht es bei der klassischen Verkehrswende? Bei der klassischen Verkehrswende geht es um die Verlagerung vom Auto, vom LKW auf Bus, Bahn, zu Fuß, Fahrrad. Da braucht es eine ganze Reihe von Maßnahmen, wenn wir mit der Bahn anfangen. Die Bahn, zumindest der wichtigste Player, den wir da im deutschen Markt haben, das ist die DB AG, die gehört zu 100% der öffentlichen Hand. Die gehört zu 100% der Bundesrepublik Deutschland. Es ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber es gibt keine einzige Aktie auf dem freien Markt. All diese Aktien gehören der Bundesrepublik und deshalb kann man mit diesem bundeseigenen Unternehmen mehr machen, als bisher geschehen ist. Da darf man sich keine Wunder erhoffen, nämlich die Bahn ist wenn man ehrlich sein soll, über die letzten 50, 60 Jahre auf Verschleiß gefahren worden, da ist über die letzten 50, 60 Jahre zu wenig investiert worden. Und deswegen wird sich da nicht alles von heute auf morgen ändern können, aber man muss endlich den Schalter umlegen und ausreichend investieren als erster Schritt in den Unterhalt des Eisenbahnsystems, und zwar sowohl im Unterhalt von den Zügen als auch im Unterhalt von den Gleisen. Nicht, warum das Ganze so unpünktlich ist, hat stark damit zu tun, dass das Ganze nicht ausreichend gewartet wird und damit fehleranfällig ist. Des Weiteren muss man da stark in den Ausbau setzen. Nämlich in vielen Bereichen ist es überhaupt nicht so, dass die Bahn so wenig erfolgreich wäre. Zum Beispiel beim Güterverkehr hat die Bahn über die letzten Jahre durchaus Erfolge gehabt. Das Problem ist, die Infrastruktur ist diesen Erfolgen nicht gefolgt. An den interessanten Güterverkehrstrassen gibt es zum Teil Auslastungen von über 100%. Es geht über Auslastung von über 100%. Es geht
dadurch, dass jenseits der theoretischen Auslastung fleißige und engagierte Mitarbeitende dafür sorgen, dass es noch ein bisschen mehr gibt. Natürlich ist so ein System fehleranfällig, störungsanfällig, weil kaum mehr Reserven oder gar keine mehr drinstecken. Das heißt, die nächste Maßnahme ist, wir müssen die Kapazität erhöhen bei der Eisenbahn. Dazu braucht es einen ganzen Haufen von technischen Sachen, die jetzt in dem Detail ausweiten will, von Blockverdichtungen bis eine starke Investition in die Digitalisierung, bis moderner Technik, auch bei der Güterbahn bis zu einem Deutschlandtakt, dass die Züge vertaktet fahren und man nicht ewig am Bahnhof warten muss. Also da muss viel passieren. Dann muss das Ganze einfacher für die Kunden in der Handhabung werden. Irgendwann wird diese Pandemie vorbei sein und dann werden wir wieder den Ansturm erleben auf die Züge, wie es vor der Pandemie war. Und deswegen, wie gesagt, brauchen wir eine Ausweitung, aber es muss auch noch mal einfacher zur Benutzung werden. Und deswegen wollen wir was wie einen Mobilpass Deutschland. Das heißt, dass wir in einem einzigen System alles sozusagen automatisch die Fahrkarte nutzen und kaufen kann, dass man sich nicht mehr überlegen muss, bin ich jetzt bei der MVG, bin ich im MVV, bin ich bei der DB AG, bin ich bei einem privaten Busunternehmen, das soll dann deutschlandweit alles in ein System. Mit Hilfe der Digitalisierung geht es. Das versuchen auch die Unternehmen seit Jahren. Es gelingt ihnen nicht, weil sie ein bisschen widerstreitende Interessen haben. Auch wenn sie sich durchaus Mühe geben, dann muss das Verkehrsministerium dafür sorgen, dass sowas zukünftig klappt. Dann des Weiteren muss man dafür sorgen, dass die Bahnhöfe wieder eine zentrale Rolle spielen. Für uns sollen die Bahnhöfe in Zukunft Mobilitätsdrehscheiben werden. Was heißt Mobilitätsdrehscheiben? Da kommt natürlich der Zug an, aber da werden nach und nach versucht, auch die Busbahnhöfe, die zentralen, hinzulegen, dass der Bus dann auch wirklich am Bahnhof abfährt, dass die Verknüpfung funktioniert, dass die Verknüpfung mit dem Auto funktioniert, dass die Verknüpfung mit dem Fahrrad funktioniert, dass an Bahnhöfen auch die Möglichkeit ist, sich unterzustellen, im Idealfall auch für die Menschen, die mit der Digitalisierung, und das sind immer noch viele, durchaus etwas hadern, eine Fahrkarte kaufen können, auch dass man ein Sicherheitsgefühl hat, dass der Personal vorhanden ist. Früher waren die Bahnhöfe die Eintrittstore ins System Bahn. Und da muss viel investiert werden, nämlich der Zustand, wie wir sie an vielen Bahnhöfen jetzt haben, muss beendet werden. Da braucht man eine Investitionsoffensive. Dann des Weiteren müssen wir auf Bundesebene auch so Dinge anpacken wie die Straßenverkehrsordnung. Nicht die Straßenverkehrsordnung ist im Moment vor allem geschrieben aus der Sicht des Autofahrers. Aber es gibt halt deutlich mehr wie Autofahrer. Es gibt Fahrradfahrer, es gibt Fußgängerfahrer, es gibt die Straßenbahn, es gibt den Bus. Und da muss man dafür sorgen, dass die Straßenverkehrsordnung gerechter ist und dafür sorgt, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt teilnehmen können, damit es leichter sozusagen ist für die Kommunen, den Raum in den Städten und in den Gemeinden gerechter zwischen allen Verkehrsteilnehmenden aufzuteilen. Dann gibt es noch weitere Beispiele, was man für Fahrradfahrer und Fußgänger machen kann in der Straßenverkehrsordnung, aber die Straßenverkehrsordnung anpacken. Dann müssen wir was tun in dem, was Gemeindeverkehrsfinanzierung genannt wird. Klingt sehr technisch, ist aber hochpraxisrelevant. Nicht? Da geht es darum, wie viel Geld bekommen die Kommunen, um ihre U-Bahnen, Straßenbahnen zu unterhalten und neu zu bauen. Das dauert im Moment alles viel zu lang, ist zu bürokratisch. Ganz viele Kommunen wollen gerade neue Straßenbahnsysteme errichten und stellen dann fest, es dauert 10, 15 Jahre, das darf alles so nicht weitergehen. Das heißt, auch da müssen wir die Finanzierung und auch die Planung beschleunigen und reformieren. Das ist der ganze Bereich der Verkehrswende. Da könnte ich jetzt noch vieles weiteres ansprechen, bis zu Rechte für die Kommunen, zur Gestaltung von der Stadt oder Gemeinde der kurzen Wege, so dass die Mobilitätsbedürfnisse gar nicht so groß werden. Des Weiteren muss man sich, wie gesagt, die Infrastruktur anschauen. Das ist auch Verkehrswende, dass wir eben mehr Geld in die Bahn investieren, dass wir im Straßenbereich dafür sorgen, dass nur noch wirklich das Notwendigste gebaut wird. Oh, denn man darf eins nicht vergessen, wir sind als Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit Holland das Land mit dem dichtesten Straßennetz weltweit. Da kommt es jetzt eher darauf an, dass es gelingt, ausreichendes Ladesäulennetz hinzukriegen für die E-Mobilität der PKWs und dafür zu sorgen, dass für Teil- oder vollautonomes Fahren wir eine vernünftige digitale Infrastruktur
schaffen. Das ist für diesen Bereich wichtig. Das schafft auch in dem Bereich wirklich viele Arbeitsplätze. Wir haben eine starke Bahnindustrie bei uns noch und diese Bahnindustrie wollen wir wieder führend machen und wollen da sehr viele Arbeitsplätze schaffen im Bereich der Bahnindustrie, im Bereich Straßenbahn, Bus. Alles muss geschaffen und gebaut werden und da wollen wir eine richtige Investitionsoffensive starten und da gibt es viele Aufträge und viele dann gute Arbeitsplätze. Der zweite Bereich ist die Antriebswende. Auch die Antriebswende darf man von ihrer Bedeutung nicht unterschätzen. Manchmal wird mir gesagt, warum kümmert ihr Grünen euch eigentlich darum, wie die Autos gestaltet werden? Konzentriert euch aufs Fahrrad, konzentriert euch auf die Bahn. Ja, aber wir brauchen beides. Wir brauchen den Bereich der Verkehrswende und wir brauchen den Bereich der Antriebswende. Warum ist es so entscheidend? Wenn wir bei der Antriebswende uns nur bei dem motorisierten Individualverkehr, die Personenkilometer anschauen, dann stellen wir fest, dass vor Corona, seit Corona ist es erst nur 100%ig repräsentativ, als wird ja, wie gesagt, eine Zeit nach der Pandemie geben, wenn wir hoffentlich alle, die sich impfen wollen, geimpft sind. War es so, dass ca. 80% aller Personenkilometer sind mit dem Auto zurückgelegt worden und unter 10% mit der Bahn. Wenn es uns jetzt gelingt, die Bahn so richtig auf Vordermann zu bringen, sie ist bequem, man hat zwar vielleicht selber noch ein Auto, aber zum Pendeln nutzen immer mehr Leute den Zug, weil es einfach angenehmer ist, man muss keinen Parkplatz suchen, man hat einen Sitzplatz, man kann in Ruhe die Zeitung lesen, man kann schlafen, man kann ein Buch lesen, man kann in aller Ruhe telefonieren oder entspannt einfach nur aus dem Fenster schauen, ohne sich auf den Verkehr zu konzentrieren und es gelingt uns, den Anteil der Bahn um 100% zu steigern. Also die Bahn hat dann immer knapp 10%, sondern sie hat knapp 20%. Also eine Steigerung um 100%. Und das alles geht vom Auto weg, dann haben wir beim Auto immer noch knapp unter 70%. Und wenn das alles mit Benzin und Diesel fährt, zerstören wir trotzdem unsere Lebensgrundlagen über die eskalierende Klimakrise. Deshalb, selbst wenn wir 200% oder gar 300% bei der Bahn und bei den anderen Verkehrsträgern wie Bus, Trambahn, die zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad erschaffen, ist das zu viel. Deshalb brauchen wir auch die Antriebswende. Und da gibt es immer eine ganz heftige Debatte darüber, welche Technologie eingesetzt werden soll für die Antriebswende. Und wenn wir insgesamt über alle Verkehrsträger schauen, da gibt es immer die Debatte, jetzt Batterie elektrisch oder Wasserstoff oder doch synthetische Kraftstoffe, dann muss man festhalten, wir brauchen alle drei Technologien. Wir können auf keine Technologie verzichten, wenn man sich die ganze Palette anschaut. Aber für einen normalen Pkw ist es richtig, auf batterieelektrische Fahrzeuge zu setzen. Warum? Für die gleiche Strecke eines batterieelektrischen Fahrzeugs braucht ein Fahrzeug, dessen Wasserstoffantrieb hat, die dreifache Menge Energie und ein Fahrzeug, das synthetischen Kraftstoff hat, schon die 7- bis 8-fache Menge Energie. Woran liegt es? Das hat physikalische Ursachen, weil in der Batterie nehme ich den Strom aus dem Netz, der mit Windkraft und Photovoltaik hergestellt wird oder mit Geothermie und speichert in die Batterie. Aus der Batterie des Autos setze ich ihn um den Elektromotor in Antriebsenergie. Beim Wasserstoff muss ich schon die elektrische Energie des Netzes in Wasserstoff umsetzen. Wasserstoff muss ich lagern, komprimieren. Dann den Wasserstoff muss ich dann tanken im Auto. Im Auto dann wiederum umsetzen in elektrische Energie. Mit einer Brennstoffzelle, überall bei diesen Umwandlungsschritten verliere ich Energie. Deswegen kann das nicht so effizient sein. Und beim synthetischen Kraftstoff ist es nochmal komplexer, nochmal deutlich komplexer. Und da muss ich sozusagen, habe ich deshalb nochmal einen größeren Energieverlust. Warum sage ich, dass wir trotzdem alle Technologien brauchen? Weil für es im Verhältnis leichte, im Verhältnis unkomplizierte Pkw, da langen wir die Batterien. Schon beim schweren LKW, wo es uns nicht gelingt, alle Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern, wird es komplizierter mit den Batterien, auch wenn da inzwischen Optimisten sagen, die Batterieentwicklung wird schaffen. Aber beim großen Schiff und beim Flugzeug wird es sicher nicht gelingen. Jetzt wollen wir da natürlich auch starke Verkehrswendeaspekte mit einbringen. Zum Beispiel innerdeutsche Flüge sollen ersetzt werden durch eine immer bessere Bahn. Europäische Flüge kommen manches Mal durch ein sehr gut ausgebautes Nachtzugnetzwerk, wo ich dann den Nachtsprung nutzen kann.
Aber trotzdem werde ich für weitere Mittelstrecke und Langstrecke aufs Flugzeug nicht verzichten können. Für die Mittelstrecke entwickelt Airbus inzwischen ein Flugzeug, das auf Wasserstoffbasis fliegt. Die sind da sogar relativ weit schon, aber spätestens für die Langstrecke braucht man synthetische Kraftstoffe. Und das Gleiche ist beim schweren Schiff. Auch wenn wir stärker aus der Region für die Region sind, wird es trotzdem weiter viele Güter geben, die übers schwere Schiff transportiert werden. Und auch da wird man sich mit Batterien nicht helfen können. Deshalb brauchen wir alle Technologien, aber da erneuerbare Energien irgendwann mal sicher reichlich vorhanden sein werden, aber über die nächsten Jahre und Jahrzehnte und aufgrund der Drängenheit der Klimakrise müssen wir schnell sein, knapp bleiben werden, und weil es einfach schlichtweg effizienter ist, weil man, wie gesagt, die achtfache Menge von Windrädern braucht, um die gleiche Autoflotte mit synthetischen Kraftstoffen zu betreiben wie mit batterieelektrischen. Und man mag Windräder schön finden oder auch nicht schön finden, aber es ist trotzdem einfach sinnvoller, wenn man nicht ganz so viele braucht, kommt es darauf an, diese Energie effizient einzusetzen. Was das auch im Bereich der Arbeitsplätze gibt, da gibt es heftige Auseinandersetzungen über die Zukunft der Autoindustrie. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass da auch klug ist, auf die modernste Technologie zu setzen. Nicht, die Frage ist ja nicht, wenn wir in Deutschland am Verbrennungsmotor festhalten, dass das dann Tesla plötzlich sagt, oh ja, stimmt, die Deutschen halten am Verbrennungsmotor fest, wir stellen die Produktion von Teslas ein. Nein, ich glaube, wir haben eine gute Chance, auch hier Arbeitsplätze zu halten, wenn wir auf modernste, klimafreundliche Technologien setzen. Und das ist ein wichtiger Sektor, und mit dem beschäftigen wir uns intensiv. Nämlich die Mitarbeitenden da verdienen gut, sie sind tariflich gut abgesichert, sind in den Gewerkschaften organisiert. Und deshalb ist es ein Bereich, der sich einfach lohnt, dafür zu sagen, wie können wir das nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus industriepolitischen und sozialen Gründen diesen Bereich. Natürlich wollen wir mehr Bahn, natürlich wollen wir mehr Bus, mehr Fahrradfahrer, ich habe es vorher gesagt, im Moment 80%, so umgestalten, dass der CO2 frei wird. Da gibt es inzwischen tolle Technologien. Die Firmen haben sich zum Teil auch auf den Weg gemacht. Da muss man jetzt entsprechend für die Rahmenbedingungen sorgen. Und ich glaube, gerade wenn man an ländliche Räume denkt, muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Auto immer eine gewisse Rolle spielen wird und soll. Es ist auch nicht ökologisch sinnvoll, überall einen Schienenstrang hinzulegen und überall einen Bus hinfahren zu lassen. Auch wenn gerade beim Individualverkehr sich durch die Autonomisierung wir sicher noch starke Veränderungen in den nächsten Jahren erleben werden. Das heißt, wie wollen wir es schaffen, die Klimaneutralität? Durch einen Mix an Maßnahmen, aber insbesondere durch zwei große Säulen. Nicht die eine Säule, Verkehrswende mit den entsprechenden Verlagerungen, vermeiden, anderen Gestaltungen, setzen auf Bus, auf Bahn, auf Fahrrad, auf Fußgänger, auf eine andere Stadtgestaltung. Und die zweite Säule, die Antriebswende mit entsprechend dafür sorgen, Ausbau der erneuerbaren Energien und batterieelektrischen Fahrzeugen, Wasserstoff, wo es notwendig ist, wie zum Beispiel beim Mittelstreckenflugzeug, und synthetische Kraftstoffe, wo es nicht anders geht, wie zum Beispiel beim Langstreckenflugzeug. Und selbstverständlich müssen wir, aber das ist ein weiterer Bereich, dass wir nicht weiter dafür sorgen, dass woanders große Probleme geschaffen werden, müssen wir auf die Kreislaufwirtschaft setzen. Wenn man an sowas wie Lithium denkt, wenn man an sowas wie Kupfer denkt, wir brauchen da ein gutes Lieferkettengesetz, dass die Menschenrechte beachtet werden. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass über die batterieelektrischen Fahrzeuge das erste Mal jenseits der engeren Kreise von Naturschützern, von Grünen und Menschenrechtlern darüber intensiv diskutiert wird. So viel mal von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank, lieber Toni, für deinen engagierten Vortrag und Ritt durch die verschiedenen Bereiche der Verkehrspolitik. Schade ist immer bei so Webinaren, dass man den Applaus nicht hört als Referierender, aber stell dir vor, 133 Leute würden jetzt applaudieren und ich glaube, der Applaus wäre sehr tosend. Vielen, vielen Dank. Bevor wir in die Diskussion kommen und in den Austausch, möchte ich nachholen, was ich am Anfang zurückgestellt habe, weil ich erst in die Teilnehmerliste schauen musste, wer denn so
da ist auch von VertreterInnen und Vertretern der Verbände und verschiedener Organisationen. Und da möchte ich als erstes, ich hoffe, ich mache das protokollarisch richtig, hervorheben, dass wir auch Gäste aus dem Ausland haben, Abgeordnete aus dem Ausland. Wir dürfen zu begrüßen zum einen meinen Verkehrssprecherkollegen aus Tirol, aus dem Tiroler Landtag, Michael Mingler, und in derselben Funktion Verkehrssprecherkollege aus dem Landtag Südtirol, Hans-Peter Staffler. Herzlich willkommen. Freut mich narrisch, dass ihr zwei da seid, und ich hoffe, wir können uns hoffentlich bald endlich einmal wieder zu dritt zusammensetzen, was ja jetzt mit der blöden Pandemie so lange schon nicht geht, obwohl es viele wichtige Themen gäbe. Zum Beispiel ist ja heute ein Brenner Nordzulauf, ein Thema, das uns drei unmittelbar verbindet, in Deutschland, in Bayern wieder ein neuer Schritt nach vorne getan worden mit der Trassenauswahl für das bayerische Inntal, wo wir uns mit der unterirdischen Trasse jetzt stark an der Tiroler schon in Betrieb befindlichen Strecke orientieren und auf die landschaftsfressenden Varianten zum Glück verzichten. Außerdem darf ich begrüßen meine Kollegin und Toni, auch deine ehemalige Mitarbeiterin Rosi Steinberger, unsere Umweltausschussvorsitzende im Bayerischen Landtag. Und dann freuen wir uns natürlich auch ganz besonders, dass wir sehr viele externe Gäste und Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationen haben, angefangen mit der Eisenbahn. Herr Josel, der Konzellbevollmächtigte der Deutschen Bahn, aber auch Herr Amini, Geschäftsführer von Bob BRB, Herr Rosenbusch, MVV, Geschäftsführer, und viele Verbände und Organisationen wie ADAC, ADFC, Siemens, LBO, Bund Naturschutz oder der VCD-Landesvorsitzende Bernd Luca. Und bestimmt habe ich einige Leute beim schnellen Durchschauen durch die lange Liste vergessen. Sehen Sie es mir bitte nach, ist keine Absicht. Herzlich willkommen Ihnen allen. Toni, ich hätte noch eigentlich zwei Fragen, die mich selber noch umtreiben. Einige sehr, sehr viele spannende Fragen sind auch schon im Chat da, und ich will gar nicht so viel Zeit auf das verwenden, was mich nur interessiert. Aber gerade weil wir heute den Brenner Nordzulauf eben ganz aktuell hatten. Ich musste unserem Scheuer-Andi, dem designierten Ex-Verkehrsminister, zuhören, wie er sich dazu Stellung nimmt. Na, hat er getan und eben auch gesagt, dass wir jetzt stark diese weitgehend unterirdische Trasse wählen, worüber ich froh bin, wie gesagt. Aber jetzt mal abgesehen vom Brenner im engeren, das mal extrapolieren sozusagen aufs Allgemeine, wie gehen wir um mit dem Nutzungskonflikt, mit dem Zielkonflikt, den wir haben, dass wir mehr Schiene brauchen, dass wir mehr Schienen brauchen, um den Güterverkehr zu verlagern, mehr schnelle Schienen brauchen, um den Flugverkehr mindestens teilweise zu verlagern, mit den damit verbundenen Eingriffen in Natur und Landschaft und den Belastungen, die für die dort jeweils vorhandenen Anwohnenden damit verbunden sind. Was haben wir da für Ansätze? Auf der einen Seite ist die Hauptbelastung ja die Lärmbelastung. Da ist einiges durchaus passiert. Da gab es einen langen Kampf um die sogenannten Bremsen der Güterwägen. Nämlich in der Vergangenheit haben die Graugussklotzbremsen, wie sie so schön heißen, auf die Stahloberfläche zugegriffen, haben die aufgeraut und haben damit für sehr großen Lärm gesorgt. Inzwischen gibt es da andere Bremsen, sodass die Güterwägen leiser geworden sind. Das ist nur ein Beispiel für technische Möglichkeiten. Wir müssen da die technischen Möglichkeiten möglichst weit ausschöpfen, um die Güterwägen leise zu bekommen. Nämlich ein Schienenverkehrsmittel muss nicht laut sein, wie es jeder an einer gut gepflegten S-Bahn kennt. Einer gut gepflegten S-Bahn-Strecke. Das hat auch was mit Unterhalt zu tun, je glatter die Schienen sind und so weiter. Da glaube ich, müssen wir aber bei Genehmigungsprozessen schneller werden. Also es hat wirklich ewig gedauert, bis die Ersatzmöglichkeiten für die Graugussklotzbremsen, K-Sohle, LL-Sohle dann endlich zugelassen waren. Muss jetzt keiner wissen, was das technisch ist, aber da müssen wir deutlich schneller werden. Und dann muss man halt in gewisser Hinsicht halt auch ehrlich sein. Wir werden, wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen, massiv Schienen ausbauen müssen. Und dafür brauchen wir Flächen, dafür braucht es einen guten Lärmschutz, dafür braucht es eine vernünftige Bürgerbeteiligung, aber wir müssen auch schneller werden. Und deswegen müssen wir da das Planungsrecht anpacken. Und das
wird nicht vermeidbar sein, dass es da zu Konflikten kommt. Und mit diesen Konflikten muss man dann ehrlich und transparent umgehen. Man muss das nicht so machen wie bei der A94, die man in einem 30-jährigen Kampf gegen den Willen ganz vieler Menschen vor Ort durchgetrickst hat. Aber wir müssen viel schneller unsere Schienen ausbauen. Da müssen wir ans Planungsrecht dran. Da müssen wir so gestalten, dass die Bürger am Anfang beteiligt werden. Und wenn dann Entscheidungen getroffen sind, muss schnell gebaut werden. Das hat auch was mit der Finanzierung zu tun. Also zum Beispiel das dritte, vierte Gleis zwischen München und Augsburg, das hat über 10 Jahre gebraucht zum Bauen. Das war ist noch nicht so lange her, dass das fertig ist. Das erste, zweite Gleis zwischen Augsburg ist 1800 irgendwas gebaut worden. Das, glaube ich, hat 2,5 Jahre gebraucht zum Bauen. Seit es Bagger gibt und all das, hat sich die Bauzeit mehr als vervierfacht für zwei Gleise, für die gleiche Strecke. Das kann nicht sein. Es hat auch was mit mangelnder Finanzierung zu tun. Und deswegen müssen in Zukunft Projekte, wir wollen es in Fondslösungen machen, von Anfang an durchfinanziert sein. Das heißt, dass entsprechend des Baufortschritts dann die Firmen das Geld abrufen können. Und das hätte den Vorteil, dass auch die Leute von dem Baulärm viel kürzer belastet werden. Es macht einfach einen Unterschied, ob eine Baustelle 12 Jahre da ist oder ob eine Baustelle 3 Jahre da ist. Und ich weigere mich zu glauben, dass Bagger wirklich und moderne Technologie so stark bauverzögert werden. Aber es wird alles nicht einfach, aber da wollen wir alles anpacken, damit es schneller wird, weil es einfach einen Unterschied macht. Und wie gesagt, beim Lärmschutz wollen wir entsprechend auch höher gehen, dass die Leute viel stärkeren Anspruch haben auf Lärmvorsorge. Vielen Dank, Toni. Damit sind auch schon einige Fragen quasi mehr oder weniger beantwortet oder zumindest angeschnitten, die Antworten, die im Chat reingekommen sind. Einen Aspekt, den ich noch kurz vielleicht dich fragen will selber und dann übergebe ich gerne an mein Team für die Fragen, die Sie ausgewählt haben aus dem Chat. Eine Frage, die mich nur interessiert, das ist unsere Perspektiven, unsere Möglichkeiten auf den Flugverkehr. Denn ich meine, gerade jetzt zum Beispiel in der Ballungsregion München, wo wir herkommen, kämpfen wir ja seit langem gegen die dritte Stadtbahn am Münchner Flughafen. Und davon ist der Flughafen zum Glück ja momentan sehr, sehr weit entfernt. Das Projekt ist ja auch mehr oder weniger in den Eisschrank gelegt worden und mehr oder weniger beerdigt, auch wenn man es noch nicht offiziell von der Staatsregierung aus zugeben will. Aber grundsätzlich ist ja das Fliegen besonders klimaschädlich, wie wir alle wissen. Aber Fliegen muss ja schon auch möglich sein, denn wir wollen ja einen internationalen Austausch. Ich hatte letzte Woche ein total interessantes Insta-Live-Gespräch mit unserer designierten grünen Jugendspitzenkandidatin Saskia Weishaupt zur Bundestagswahl aus Bayern, wo wir über das Spannungsfeld Mobilität und Freiheit gesprochen haben, gerade für junge Leute. Junge Leute wollen auch hinaus die Welt erobern und dabei aber ist das schlechte Gewissen im Rucksack, dass man damit, wenn man weit reist und fliegt, das Klima schädigt. Toni, was ist da unsere Position? Und dann gehen wir in den Austausch mit dem Publikum. Für sowas wie den innerdeutschen Verkehr, was ja gar nicht so die Welt weit ist, wollen wir entsprechend die Bahn ertüchtigen. Also man nehme zum Beispiel die Strecke München-Berlin, das sind circa 600 Kilometer. Da fahrt man jetzt knapp unter 4 Stunden mit dem Zug. Aber ein Zug, wenn nur 200 Kilometer im Schnitt fährt, im Schnitt, dann sind es nur 3 Stunden. Und wenn du so ein ICE, es gibt nicht alle ICE-Typen, aber es gibt ICE-Typen, die schaffen 320. Davon wollen wir gar nicht reden, dann waren es 2 Stunden von München nach Berlin. Das macht es dann irgendwann auch sehr teuer und aufwendig, diese Strecken auf 320 komplett zu ertüchtigen. Aber wenn es nur gelingen würde, das Hauptnetz auf 220 zu ertüchtigen, dann hätten wir für so eine Strecke wie München-Berlin, könnte man 3 Stunden schaffen. Und da brauchst du wirklich keinen Flieger mehr. Selbst wenn du es extrem eilig hast, da bist du nämlich mit dem Zug schneller mit dem Ein- und Auschecken und mit vom Flughafen in die Stadt rein und so weiter und so fort. Dann für sowas wie Europa ein starker Ausbau von einem Nachtzugnetzwerk. Wir haben zum Teil die Schienen, es fehlt zum Teil am Angebot. Da kann man sich durchaus eine europäische Bestellorganisation vorstellen, dass man ein gutes Nachtzugnetzwerk hat. Nicht, wenn du schlafen und reisen gleichzeitig kannst,
dann ist es überhaupt kein Problem, auch relativ große Strecken zurückzulegen. Da steigst abends ein in Nachtzug, und wenn es ein guter ist, kommst du erholt und angenehm am nächsten Tag und gefrühstückt an. So was gab es früher zwischen München und Berlin, habe ich selber ganz häufig genutzt. Bin ich um 23 Uhr eingestiegen und am nächsten Morgen war ich gefrühstückt und geduscht, erholt, weil sowas gut schlafen kann, ist vielleicht nicht für jeden was. Um 7 in Berlin ist leider eingestellt worden. Jetzt gibt es wenigstens, eine Zeit lang war es dann ganz schwierig zu. Jetzt gibt es wenigstens den schnellen ICE, das heißt ein europäisches Nachtzugnetzwerk. Und dann für die größere Mittelstrecke ein Wasserstoff-Turboprop-Flugzeug. Da ist Airbus gerade dabei, das zu entwickeln. Wie funktioniert das? Das ist ein Propellerflugzeug, eine moderne Turboprop-Maschine. Das hat Wasserstoff getankt. Dieser Wasserstoff wird in einer Brennstoffzelle umgesetzt in elektrische Energie und die treibt einen Propeller an. So eine Maschine ist etwas langsamer als ein moderner Jet, aber bei den Strecken, worum es da vor allem geht, wofür das konzipiert ist, und das ist ungefähr 80% des vor Corona bedingten Flugmarktes, ist so eine Maschine dann von Start und Landung circa 10% langsamer. Das ist nicht die Welt. Dann bist du halt statt 2 Stunden, 2 Stunden 20 Minuten unterwegs. Und das kann mit Wasserstoff hergestellt werden. Der Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Für die große Langstrecke brauchst du synthetische Kraftstoffe. Das kostet viel Energie, haben wir vorher gesagt. Deswegen wollen wir die synthetischen Kraftstoffe reservieren. Nicht im Auto verbrennen, wo es einfache und energieeffiziente Alternativen gibt, sondern wenn man transatlantisch fliegt oder in asiatischen Bereichen oder nach Südamerika oder Richtung Südafrika, da brauchst du dann einen Flieger mit synthetischem Kraftstoff. Die Technologie gibt schon alles, da braucht man halt einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien. Deswegen war es auch so, dass wenn ich inzwischen bei Unternehmen bin, wie Airbus, bei MTU oder im anderen Bereich beim Schiffsbau, bei MAN, Entschuldigung, bei MAN Energy Solutions, die ganz großen Schiffsdiesel waren. Immer eine der ersten Forderungen ist schneller Ausbau der erneuerbaren Energien, dass wir kostengünstige Energie haben, um das hinzukriegen. Nicht? Die erneuerbaren Energien sind inzwischen kostengünstig geworden, man muss halt endlich schnell ausbauen. Vielen Dank, Toni. Dann bitte ich jetzt Anais und Anne-Marie auf die Bühne sozusagen, auf die virtuelle Bühne. Hallihallo, zwei von meinem Team darf ich hiermit vorstellen und bitte euch, die von euch ausgewerteten und gesammelten und priorisierten Fragen einzubringen und bitte schon einmal nochmals um Verständnis, dass wir nicht alles behandeln können. Ein Teil ist ja auch immerhin angeschnitten. Bitte schön. Was gerade passt zur Erzeugung von Energie. Da gab es viele Fragen dazu. Da möchte ich eine als Beispiel rausgreifen. Wenn es sozusagen um die Antriebswende geht, hin zum elektrischen Antrieb oder zum synthetischen Antrieb. Wo sind denn die kritischen Punkte bei der Erzeugung von genügend regenerativer Energie für die Verkehrswende? Und was genau wären denn da die Dinge, die man ändern muss? Was muss da eine neue Bundesregierung ändern? Mal in die Richtung Energiewende auch, gab es eben mehrere Fragen. Dann gab es einige Fragen, die grundsätzlich darum gehen, um die Prioritäten, welche Verkehrsträger zunächst elektrifiziert werden. Als Beispiel dazu zur Antriebswende. Es wird sehr viel über die E-Mobilität auf der Straße gesprochen. Welche Elektrifizierungsziele werden für die Schiene verfolgt und in welchem Zeitrahmen? Und eine Frage, die dazu passt, war die Priorität. Also würde eine grüne Verkehrspolitik auf den Bestand und die Elektrifizierung, also die Elektrifizierung des Bestandes gehen? Oder wäre da der Ausbau Priorität? Sozusagen, wo würde man zuerst anpacken, bei der Elektrifizierung der Bahn? Und der Zeitrahmen ist natürlich auch immer da die Frage. Genau. Dann haben wir mehrere Fragen zu kommunalen, also Verkehrswende im ländlichen Raum und kommunale Fragen. Wie schaffen wir die Verkehrswende im ländlichen Raum?
stehen wir zur Mobilitätsgarantie und wie unterstützen wir die Kommunen auf dem Land, damit sie das finanzieren können? Werden wir dort Ansätze wie ÖPNV, Ridepooling besonders fördern? Da gab es auch eine Frage zum Carsharing, die dazu passt. Welche Bedeutung hat sowas wie Carsharing? Und auch die Frage nach der Zone 30 innerorts, die ja auch in den Kommunen besonders wichtig ist. Das habe ich jetzt mal zusammengefasst zu kommunalen Fragen. Und das wären jetzt erst also drei Gebiete. Da würde ich vielleicht das erstmal so abgeben. Wenn das, oder soll ich noch mehr Fragen stellen? Das glaube ich, sind erstmal genügend, genau. Gut. Aber schön, schön gebündelt, vielen Dank. Ja, zu jedem einzelnen Thema ließe sich fast ein eigener Abend und einen Vortrag füllen. Deshalb zur Energiewende bloß wenige Stichworte. Wir müssen da ans EEG ran, da müssen die Ausbauziele angehoben werden, da müssen die Schwierigkeiten, die es beim EEG gibt, beseitigt werden. Wir müssen da auch ehrlicherweise ans Planungsrecht ran, muss man ganz klar sagen. Also wir haben die Problematik damit, dass inzwischen 8 Jahre dauert, im Schnitt in der Windkraftanlage aufzustellen. Also wenn man das von jetzt an rechnet, dann Windkraftanlagen, die jetzt geplant werden, werden dann im Jahr 2029 in Betrieb. Das dauert alles viel zu lang, also da müssen wir ans Planungsrecht dran. Das muss entsprechend schneller passieren. Wir müssen beim Leitungsausbau zulegen, wir müssen bei den Anreizen, bei den Speichern was machen, wir müssen bei den Anreizen, bei der flexiblen Nachfrage was machen. Wir müssen klären, dass bidirektionales Laden bei der Elektromobilität möglich ist. Was ist damit gemeint? Dass ein Elektroauto nicht nur Strom aus dem Netz ziehen kann, sondern wenn der Besitzer des Elektroautos das ermöglicht und will, dass das Elektroauto auch Strom ans Netz abgeben kann. Nämlich wenn wir mal einige Millionen Elektroautos haben und im Moment steht ein Auto im Schnitt 23 Stunden still und wenn die in der Garage stehen und am Netz hängen und der Mensch weiß, er braucht es die nächsten Tage vielleicht nicht oder er braucht bloß einen halbvollen Ladezustand oder es gibt ein entsprechendes Programm, dass er zu dem und dem Zeitpunkt einen vollen Ladezustand hat, dann kann es viel beitragen zur Netzstabilisierung. Also das ist der ganze Bereich Energiewende. Wir müssen was tun bei der Mieterstrommodellen, das attraktiver wird, auch in Mietshäusern eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu packen. Das hat auch einen sozialen Aspekt, dass Menschen, die zur Miete wohnen, von den billig gewordenen Photovoltaik profitieren, denn ihr müsst euch vorstellen, dass 95% aller Dachflächen, die bereits jetzt wirtschaftlich mit Photovoltaik belegt werden könnten, sind immer noch frei. Das heißt, 95% der Fläche steht immer noch frei, die jetzt bereits wirtschaftlich genutzt werden könnte. Also auch da müssen wir was anpacken. Dann zur Frage Elektrifizierung. Ja, die Elektrifizierung bei der Schiene muss beschleunigt werden, aber auch da kann man zum Teil auf moderne Technologien setzen. Nämlich, wir haben in nicht elektrifizierten Bereichen zum Teil viele alte Tunnel. Und um so einen alten Tunnel zu elektrifizieren, muss ich den aufbohren, höher machen, um sozusagen die Oberleitung, dass die noch hinpasst. Das würde sehr, sehr viel Geld kosten. Aber ein Fahrzeug, und da entwickelt die Bahnindustrie spannende Sachen, ein Fahrzeug, dessen also einen Stromabnehmer hat und gleichzeitig eine Batterie hat, könnte zum Beispiel so gestaltet werden, dass ich die freie Strecke elektrifiziere, aber den Tunnel nicht elektrifiziere und da das Schienenfahrzeug dann mit seiner Batterie durchfährt. Nämlich da hätte ich die Vorteile davon, dass das Fahrzeug elektrifiziert ist mit der höheren Beschleunigungsmöglichkeit, also mit der stärkeren Sprintstärke und so weiter. Und ich habe trotzdem keine gigantischen Kosten. Also da kommt es ganz stark darauf an, bei der Elektrifizierung auf kreative Lösungen zu setzen und auf moderne Fahrzeugtechnologie, die zum Teil als Hybrid, als Wasserstoffhybrid oder auch als Batteriehybridfahrzeuge bestimmte nicht elektrifizierte Strecken überwinden kann, dass wir nicht 100% elektrifizieren müssen. Das würde in manchen Bereichen, wie zum Beispiel bei den erwähnten Tunneln, sehr, sehr teuer werden. Und die Frage, was priorisieren wir da, die Elektrifizierung oder den Ausbau?
Wir haben noch 10 bis 15 Jahre Zeit, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Ich habe vorher schon gesagt, wie lange es zum Teil dauert, dass was passiert. Wir können uns nicht mehr leisten, irgendwas nicht anzupacken. Die Wirklichkeit hat sich so radikalisiert aufgrund des jahrzehntelangen zu geringem Handelns, dass wir in allen Bereichen anpacken müssen. Und deswegen haben wir ja auch in der Planung ein 500 Milliarden Paket von Investitionen zu starten. Das klingt jetzt gigantisch, aber es sind bloß 50 Milliarden, bloß in Anführungsstrichen, zusätzlich pro Jahr. Und wenn ich das auf die ganzen unterschiedlichen Bereiche, von die Stromnetze bis zur Unterstützung der Stahlindustrie, dass die auf CO2-freien Stahl umsteigen können, bis zum Ausbau der Schiene, bis zur Unterstützung der Städte für mehr Straßenbahnen und für mehr U-Bahnen. Wenn ich das dann alles aufsummiere, dann sind die 50 Milliarden auch relativ schnell weg. Aber die Alternative ist halt, dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Und das halte ich ehrlich gesagt für keine Option. Vielen Dank, Toni. Anais, haben wir weitere Fragen? Ich versuche hier immer parallel so ein bisschen zu sortieren und rauszusuchen. Wir haben auf jeden Fall noch eine Fachfrage von Herrn Amini, Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn. Für die Verkehrswende wird es im Schienenpersonennahverkehr einer deutlichen Anhebung der Regionalisierungsmittel bedürfen. Wie ist Ihre Position dazu? Dann haben wir mehrere Fragen zum Radverkehr. Und zwar, dass im Moment die Ausbildung der Planer für sichere Fahrradinfrastruktur noch nicht ausreichend ist, was man da machen kann. Und jetzt finde ich die andere Fahrradfrage nicht mehr, dann nehme ich eine andere. Genau. Eine wichtige Frage ist noch zur Bedeutung von Streckenreaktivierungen im Gesamtmix und der Bedeutung des Tausender-Kriteriums in der Beschränkung für Streckenreaktivierungen. Es kommen eben auch nochmal sehr viele verschiedene Fragen dazu, wie man bei Produktion von grünem Wasserstoff überhaupt auf ausreichende Mengen für den Gesamtverkehr kommen kann in Zukunft. Und mehrmals kam auch immer wieder die Frage nach dem Zeitplan, also in welchem Zeitrahmen können wir überhaupt diese ganzen Dinge anschieben für die Verkehrswende insgesamt. Erstmal soweit. Gut. Okay. Vielen Dank. Ich habe gerade auch auf meinen Schmierzettel geschaut. Nee, es sind so viele unterschiedliche Fragen. Ich habe vorher das mit Zone 30 und Carsharing nicht erwähnt. Gerade die Frage des Carsharings und des Nicht-mehr-Besitzens kann eine sehr große Rolle spielen, je autonomer die Fahrzeuge werden. Aber ich glaube, für viele Leute wird es weiterhin eine große Rolle spielen, dass sie ihr Fahrzeug besitzen wollen. Aber in einem Bereich, wo man dann plötzlich die Vorstellung hat, dass man so Mischmodelle hat, wie man holt sich ein Fahrzeug, zum Beispiel, wenn man am Bahnhof ankommt in einer ländlichen Region, wo gar kein Bus fährt, weil im Moment ist ja in vielen ländlichen Regionen, dass der Bus gerade dreimal am Tag fährt und am Wochenende vielleicht gar nicht. Das wollen wir auch ändern, aber das ist am Rande, dass man dann in so ein autonomes Auto einsteigt, vielleicht selbst sozusagen bis zu seinem Ziel fährt, da das Auto dann abstellt und das Auto fährt dann selbsttätig als vollautonomes Fahrzeug dann zurück wieder zu seiner Station. Solche Modelle sind durchaus denkbar und da spielt natürlich dann das Carsharing eine weitaus größere Rolle. Und zu Tempo 30, da ist unsere Position, dass wir das in die Hände der Städte geben wollen, dass die Städte schlichtweg die Wahlmöglichkeit haben, wollen sie Tempo 30, wollen sie Tempo 50 oder auf einer Stadtautobahn auch 60 oder 80. Im Moment ist so, die Regelgeschwindigkeit ist 50 und Abweichungen muss ich begründen, insbesondere nach unten. Und am Ende wissen die Städte vor Ort am besten, was richtig ist. Dann die Frage zum Schienenpersonennahverkehr. Und man kann sich ja auch überlegen,
dass man bei der Bahn ein paar Dinge anders gestaltet. Und wir wollen bei der Bahn bei der DB AG ein paar Dinge anders gestalten. Wir wollen die Zersplitterung im Bereich der Infrastruktur beenden. Also wir haben ja DB Netz, wir haben DB Station und Service, wir haben DB Energie, wir haben dann zum Teil noch DB Immo und so weiter. Alles total kompliziert. Und das macht die Bahn manchmal langsamer als wie notwendig. Und deswegen wollen wir eine starke DB-Infrastruktur gründen und diese DB-Infrastruktur auch selbstständig erstellen. Und es müssen ja nicht unbedingt die Regionalisierungsmittel erhöht werden. Man kann sich ja auch überlegen, dass die in der Vergangenheit durchaus nicht zu wenig gestiegenen Trassenpreise und Stationsgebühren von Seiten der Bundesebene deutlich abgesenkt werden, um die Schiene konkurrenzfähiger zu machen. Beim Güterverkehr geht man ja bereits in die Richtung. Und warum sollte man beim Schienenpersonennahverkehr nicht in die Richtung gehen? Das kann unter Umständen effizienter sein, als wie dass man nochmal mehr Geld ausreicht. Nämlich, aber das ist dann, wie gesagt, eher eine technische Frage, aber da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann Wasserstoff. Ich habe ja gesagt, wir müssen mit den knappen erneuerbaren Energien so effizient wie möglich umgehen. Deswegen bin ich für batterieelektrische PKWs. Aber wir müssen die Produktion massiv nach oben bringen. Wir brauchen Wasserstoff für die Stahlindustrie. Wir brauchen Wasserstoff für die Chemieindustrie. Wir brauchen Wasserstoff für den Bereich des schweren Transports. Wir brauchen Wasserstoff für den Bereich des Flugverkehrs. Wir brauchen Wasserstoff als Grundlage für synthetische Kraftstoffe. Das wird man auch nicht zu 100% alles bei uns herstellen können, aber man soll sich da auch nicht zu große Importillusionen hingeben. Nämlich Wasserstoff ist nicht einfach zu transportieren und überhaupt nicht zu vergleichen mit Erdöl oder Erdgas, weil es ein extrem kleines Molekül ist. Also ein Wasserstoffmolekül besteht aus zwei Wasserstoffatomen und das einzelne Wasserstoffatom ist das kleinste Atom überhaupt in unserem Periodensystem, hat nur ein Proton und ein Elektron und das führt dazu, dass der Wasserstoff, der dann eben aus zwei Wasserstoffatomen besteht, gern durch Dichtungen abhaut, sich schwer transportieren lässt, das Ganze aufwendig und teurer macht. Das ist, wie gesagt, kein Vergleich mit Erdgas oder gar mit Erdöl. Deswegen brauchen wir auch hohe eigene Erzeugungskapazitäten bei uns im Land, nämlich sonst sind Teile der Industrie ganz schnell weg. Und wir wollen, wie gesagt, ja zeigen, wie gelingt es, eine Gesellschaft CO2-frei zu gestalten, dass sie auf fossile Rohstoffe verzichtet, um gleichzeitig wohlhabend und industriell erfolgreich zu bleiben. Nämlich es kommt darauf an, dass beim Klimaschutz nicht nur wir das hier in Deutschland machen, sondern dass wir modellhaft zeigen, so kann es gehen, so kann es überall gehen und so kann es bei der viertgrößten Industrienation der Welt klappen. Und dafür müssen wir natürlich sorgen, dass die Industrie hier bei uns auch bei uns bleibt. Und deswegen brauchen wir da entsprechend hohe eigene Produktionskapazitäten. Deswegen wollen wir ja ans Planungsrecht ran. Und ja, auch ehrlicherweise ans Natur, wir müssen uns da was überlegen beim Artenschutz und beim Naturschutz, wenn ich an sowas wie Windkraftanlagen denke. Wir müssen da in Richtung Populationsschutz und nicht mehr beim Einzeltierschutz nehmen, sonst kriegen wir das mit den Windkraftanlagen nicht hin. Und das sage ich als ursprünglich aus dem Artenschutz kommender. Danke, Toni. Wir haben noch 4 Minuten bis halb. Es sind aber noch ein paar ganz spannende Fragen da, hat mir Anais signalisiert. Ich weiß nicht, geht noch eine kleine Runde, ehe wir noch ein paar Infos und Terminhinweise geben möchten in die Runde, die immer noch unverändert groß ist. Ich versuche Stichpunktarten. Ganz sicher, genau. Wir haben noch ein paar spannende Fragen. Eine kommt von Christoph Schuler von MAN. Sie haben richtigerweise den Ausbau eines Schnellladenetzes für den Pkw erwähnt, aber auch der Lkw benötigt in naher Zukunft eine Ladeinfrastruktur an Bundesautobahnen und braucht dann eben deutlich höhere Ladeleistung. Wie ist hier Ihre Position, insbesondere mit Hinblick auf die Aussage, dass für den Lkw auch Wasserstoff und Batterie in Frage kommt? Das wäre sozusagen die Frage nach dem Güterverkehr auf der Straße. Und dann kommt noch eine Frage von Dr. Rosenbusch vom MVV nach dem Wettbewerb im Schienenverkehr.
Da muss ich mal runterscrollen, damit ich die genau habe. Was planen die Grünen beim Wettbewerb im Schienenpersonennahverkehr, ÖPNV und Fernverkehr? Und eine Frage zum Schluss, weil die kam und das sehr nett ist. Danke, dass ihr da seid. Das Verkehrsministerium soll weiterhin in bayerischer Hand bleiben, bloß bald von einer anderen Partei. Und die Frage dazu, welche Priorität hätte denn eventuell das Verkehrsministerium für die Grünen? Die muss ich stellen. Die kommt bestimmt noch öfter. Zum Abschluss. Ja, vielen Dank. Stichwort, erst die Inhalte, dann die Posten. Das gilt da. Und für uns sind natürlich die ganzen klimaschutzrelevanten Inhalte von ganz großer Bedeutung. Dann zum Wettbewerb. Wir halten sehr viel von einem klugen, gut geregelten Ausschreibungswettbewerb. Wir haben gesehen, dass beim Schienenpersonennahverkehr man da einiges erreichen kann. Natürlich mit Sozialbindung, natürlich mit Standards, aber da kann man, wie gesagt, einiges gestalten. Und wir sind auch der Meinung, damit der Deutschlandtakt funktioniert, brauchen wir sowas wie ein Schienenfernverkehrsgesetz, also für den Personenverkehr. Und auch da kann man sich Konzessionsmodelle entsprechend vorstellen. Beim LKW, ja, in der Kürze der Zeit, man kann nicht immer alles. Selbstverständlich brauchen wir auch ein Schnellladenetz für LKWs. LKWs ist halt noch nicht so ganz eindeutig, ob batterieelektrische LKWs sich durchsetzen oder Wasserstoff. Bei Mittelstrecke und Kurzstrecke deutet sich da auch an, dass der batterieelektrische ist. Manche Firmen sagen, auch beim Langstrecken-LKW, aufgrund der stürmischen Entwicklung der Batterien wird sich das batterieelektrische, selbst der Langstrecken-40-Tonner-LKW durchsetzen. Andere sagen, es wird da eher Wasserstoff sein bei der Langstrecke. Da muss man noch zweigleisig fahren, aber auch das ist absolut richtig. Wir brauchen auch dafür eine Ladeinfrastruktur. Und da muss man sich überlegen, wie man das klug gestaltet mit Zwischenspeicherbatterien entsprechend, damit das Mittelspannungsnetz einem nicht zusammenklappt, wenn entsprechend LKWs an Schnellladesäulen ihre Batterien wieder versuchen vollzupumpen. Gut, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Toni. Haben wir dich ordentlich gelöchert. Ich hoffe, dass bei dir das Abendessen wartet, wohl verdient. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich muss erst mal einkaufen gehen. Ich weiß, wie anstrengend das ist, wenn man eine ganze Stunde redet und intensiv Fragen konzentriert beantwortet in der hohen Dichte. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir am Feierabend nach langem Arbeitstag die Zeit genommen hast. Ich fand es wahnsinnig spannend, zuzuhören und mit dir zu diskutieren. Vielen herzlichen Dank auch an die vielen Fragen, die eingegangen sind und die Sie gestellt haben. Nochmals tut mir leid, dass wir nicht alle behandeln konnten. Und bleiben Sie noch eine Minute dran. Wir haben noch 4 total spannende Hinweise. Einer ist von extern, den nehmen wir zuerst. Wir wurden gebeten, einen Termin weiterzugeben. Wir sind zwar hier keine Terminbörse sozusagen, aber den fanden wir spannend. Anne-Marie, wenn du den uns kurz benennst, und dann habe ich noch 3 weitere Webinare unserer Reihe hier. Genau, da kam vom VDI ganz viele spannende Vorträge. Der nächste wird Klimaverträglichkeit der Eisenbahn beginnt jetzt. dieser wird am 20.04. sein und ich tue den Link einfach in den Chat rein. Hervorragend, vielen Dank. Und dann darf ich zum Schluss noch meine nächsten 3 Webinarangebote unserer Grünen Landtagsfraktion aus dem Verkehrsbereich verkünden. Wir haben am 4. Mai ein total spannendes Webinar mit der ÖBB, Herrn Bauer, zum Thema Nachtzugnetz in Europa aus der Sicht eines Praktikers sozusagen, eines Verkehrsunternehmens, das das ja derzeit zum Glück noch macht. Freue ich mich sehr drauf. Danke noch einmal an Kollegen Michael Mingler in Tirol für die Kontaktherstellung. Das wird am 4. Mai sein. Am 15.06. haben wir Staatssekretär Ingmar Strese aus Berlin da zum Thema Fußverkehrsgesetz. Inwieweit das für Bayern interessant ist, den Fußverkehr zu verbessern. Berlin ist das erste Bundesland, das ein Fußverkehrsgesetz sich gegeben hat. Und eine Woche später, am 22.06., haben wir ein ebenso spannendes
sozialpolitisches Webinar eigentlich, Verkehrspolitik und Sozialpolitik kombiniert, warum die Verkehrswende sozial gerecht ist, mit Alexander Kaas und Katharina Klaas vom VCD-Bundesverband. Sie sind alle wieder herzlich willkommen. Alle Termine wie immer auf meiner Website markusbüchler.de oder auch unter grünefraktionbayern.de/termine. Insofern wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Nochmal vielen Dank an mein Team und vielen Dank nochmal an dich, Toni, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald mal wieder hoffentlich physisch alle miteinander. Ciao, Servus beieinander, schönen Abend.